Moin, Mario hier. Ja, es geht wieder weiter mit alles, was vier Räder hat und was mit Schrauben zusammengeschraubt wird. Und zwar eine neue Lieferung ist gekommen. Unser schöner Jeep. Und zwar die Ausgaben 64 und 65 möchte ich heute mit euch zusammenbauen. Ja, dafür schauen wir erst natürlich einmal in die Hefte, dann gucken wir uns die Teile an. Und dann habt ihr hier schon mal das Teil geholt, wo wir dran weiterarbeiten werden. Und zwar ist das hier der Innenraum. Der schöne, schwere Innenraum, den, wie ihr seht, habe ich immer noch schön in so eine Plastik drinne reingesteckt. Und ja, wie gesagt, wir schauen einmal rein ins Heft und gucken uns die Bauteile an. Das machen wir jetzt mal. Ja, Doppelfolge heißt, ne, auch doppelt Hefte angucken. Ja, schauen wir mal rein. Also in Ausgabe 64 bekommen wir zwei Armlehnen und ein paar Schrauben. Und deswegen mache ich auch eine Doppelfolge, weil, ja, ich sag mal so, dass ja nicht allzu viel zum Verbauen ist. Holen wir die Teile mal einmal raus. Hier seht ihr die beiden Armlehnen und die Schrauben dazu. Der kommt hier hin, der kommt hier hin. Gut. Und ja, dann gucken wir mal rein. Hier ist natürlich die Bauanleitung. Konkurrenz aus Japan. Toyota Land Cruiser. Oh, das stöft hier ganz schön. Entschuldigung. Und ja, hier gibt's dann, wird dann ein bisschen gezeigt vom Toyota. Auch schönes Auto. Oh, was haben sie mit dem hier gemacht? Im Biene-Maja-Look. Gold-Schwarz, Schwarz-Gelb. Vorschau auf die nächste Ausgabe. Brauchen wir nicht lange drauf eingehen. Hier haben wir die nächste Ausgabe. Und zwar bekommen wir eine Funkgerätehalterung, Teil 1 und Teil 2 und Schrauben dazu. So, die Teile einmal rausgeholt. Und zwar ist das dann die Funkgerätehalterung Teil 1 aus Plastik. Teil 2 ist nochmal extra eingepackt. Ich glaube, die ist aus Metall. Ja, die ist aus Metall. Und dann haben wir dann CM und CP Schrauben. Das bauen wir dann nachher auch gleich ein. Bauanleitung. Und dann der Jeep CJ10. Leichtes Nutzfahrzeug für den Geländeeinsatz. Ja, das ist leicht, ist gut. Der sieht ganz schön groß aus, ne? Also ihr seht, es dreht sich alles um Jeep oder Jeep-ähnliche Fahrzeuge. Immer wieder in den Heften. Und Vorschau auf Ausgabe 66. Wir bekommen eine Platine. Wir bekommen eine Platine. Und ja, aber das sehen wir erst nächstes Mal. Gut, befassen wir uns erstmal mit Ausgabe 64. Dafür holen wir uns mal hier den Innenraum hierher und ich glaube, ich sollte auch die Kameraposition ändern, weil sonst seht ihr hier ja gar nichts. Und das ist ja nicht Sinn und Zweck eines Videos, dass man nichts sehen kann. Ja, dann kommt als erstes dann quasi hier die rechte Armlehne. Und zwar wird das ganze Teil, jetzt muss ich erstmal gucken, nicht, dass ich hier was verkehrt mache. Das wäre ja auch doof, wie rum jetzt so richtig ist. So ist nämlich richtig rum. Also, das ist die rechte Armlehne, sprich für den, hier muss ich gucken, für die Beifahrerseite und die ist für die Fahrerseite. Und das Ganze wird dann einfach so genommen
hier rüber. Hier drin sind zwei Nupsis mit Schraublöcher. Hier könnt ihr sie sehen, da. Und da kommt das ganze Teil dann raufgelegt und dann mit DM-Schrauben verschraubt, also die ja hier in dieser Ausgabe mit dabei war. Ich halte das mal mit der Pinzette fest, mal gucken, ob ich das dann so hinbekomme. Ja, die Schraube hat geschnackelt, die zweite auch. So, nun ist das Ganze fest. Hier ist dann die Armlehne eingeschraubt und ja, das machen wir mal ganz schnell, ganz flott auf der anderen Seite auch. Und dann widmen wir uns der Ausgabe 65. Nicht wahr? Ja, man sollte schon das Schraubloch treffen. Ja, ich mache einen Cut. Ich mache das fertig und dann sehen wir uns zur Ausgabe 65 wieder. Zum Beweis, auch die Armlehne auf der linken Seite ist dran. Und nun schauen wir mal schnell in die Anleitung aus Bauphase 65. So, da brauchen wir die beiden Teile, und zwar die Funkgerätehalterung 1 und 2. Hier haben wir zwei Löcher. So rum kommt das ganze Teil dann rauf. Die kürzere Seite zu der längeren Seite, zu dem Loch, wo der längere Abstand ist, und die längere Seite zum kürzeren Abschnitt. Und CP-Schrauben brauchen wir dafür. Das heißt, wir schrauben in Plastik rein. Und von das Ganze von dieser Seite. Nummer 1. Nummer 2. Vielleicht so ein bisschen hochnehmen. Nicht, dass wir die Funkgerätehalterung 1 kaputt brechen. So, ist fest das Ganze. Und nun kommt das auf den Kopf und in unser Fahrgestell rein. Deswegen unterschiedlich, weil hier in diese beiden Löcher hier, da 1 und 2, hier haben wir einen Absatz drin und deswegen ist das da schräg. Da wird das Ganze reingesteckt. Aha, so sieht das Ganze dann her aus. Und dann brauchen wir drei CP-Schrauben. Nein, sorry. Doch, er sagt CP. Aber das habe ich eben doch gerade gehabt. Ich muss ja eigentlich da zwei CM-Schrauben haben, weil das ist ja, hier sind die Dinger ja aus Metall, wenn ich das jetzt von unten anschraube. Also, nein, wir brauchen zwei CM-Schrauben, so ist es auch in der Anleitung zu lesen. Vielleicht hätte man nicht C nehmen sollen, vielleicht hätte man bei dem einen auch einen anderen Buchstaben nehmen sollen. Und
Einmal brauchen wir eine CP-Schraube und zwei CM-Schrauben. Müssen wir uns das Ganze wieder auf den Kopf packen. Ja, schön. Hier ist das Loch zu. Werden wir gleich mal gucken. Machen wir erstmal die Metallschrauben rein. Und zwar eine hier. Gar nicht so einfach. Wir wollen ja nichts kaputt machen, ne? Und da ist noch gar kein Loch dran. Vielleicht muss ich mal gucken. Vielleicht ist das da nur Farbe drin oder ich muss da ein Loch reinbohren. Na gut, so schlimm ist das ja auch nicht, wenn wir da ein Loch reinbohren müssen. So, und eine Schraube kommt hier rein. Das wohlbekannte Raus- und Reindrehen. Also die gehen wirklich schwer. Vielleicht hätten wir kürzere haben sollen. Ich weiß, es gibt viele Tricks, aber ich möchte kein... Das wird nicht verlangt in der Bauanleitung. Also machen wir da auch kein Öl und sowas ran. Weil... Ja, ich weiß nicht, wir wollen doch nachher in der Vitrine kein Öl haben. Blöde Ausrede, ich weiß. So, nun gucken wir mal, ob hier... Ach, hier ist eine Farbe drin. Mit der Pinzette, zack, ein Loch reinbekommen. So, nun muss ich natürlich gucken, ob die Schraube dann auch gleich fest, ob ich die richtige Position habe. Natürlich nicht. Und sehen kann ich das irgendwie auch nicht. So. Ja, ein paar Mal hin und her friemeln und dann trifft man das Loch. Ja, jetzt haben wir das Teil auch angebaut. Das Teil heißt die Funkgerätehalterung. Also hier kommt nachher das Funkgerät drauf. Ja, Ausgaben, habt ihr mitgeguckt? 65, 66, nein, 64 und 65. Fertig, wunderbar. Gut, wieder ein Stück weitergekommen. Ja, siehst du wohl, na, drei Veränderungen getätigt in unserem Jeep. Ja, und nächstes Mal werden wir hier unten ran müssen, weil hier unten soll dann die Platine rein. Also, ja, werden wir etwas Elektrik verbauen. Gut, geschafft. Das klingt immer komisch, ne? Geschafft. So ungefähr, als wenn das Arbeit war. Nein, das war ein Vergnügen für mich. Gut, Ausgaben 64, 65 sozusagen. Fertig. Schaut wieder rein. Ich werde, so wie das ausschaut, die nächsten Bauphasen auch wieder beide zusammen machen. Sprich, eine Doppelfolge machen von 66 und 67. Ja. Es geht immer stetig weiter, immer stetig vorwärts und mit dem Jeep und auch mit meinen anderen Projekten, da schaut natürlich auch gern rein. Ja, ich hoffe, es hat euch ein kleines bisschen Spaß gemacht und hiermit bleibt mir nur noch zu sagen, tschüss, macht's gut, ahoi und kick mal wieder in.